Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Parfüm Dreams for Men Adventskalender rein. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Adventskalender kostet mittlerweile 69,99 €. Ich habe den irgendwie für 46,77 € gekauft, weil ich auch diese Premium-Bla-Geschichte, die es gerade für Umme gibt, abgeschlossen hatte. Und dann noch einen Code NEW20 oder so anwenden konnte. Keine Ahnung, der ist auf einmal sackteuer geworden. Soll einen Warenwert von 230 € beinhalten. Und Leute, ich bin ein bisschen ehrlich, nach dem Parfüm Dreams Adventskalender für Frauen, Videos im i verlinkt, habe ich ein bisschen Angst vor diesem Schätzelein. Ob wir hier jetzt auch die erste Halbzeit ein bisschen in der Röhre gucken und in der zweiten Halbzeit eskalieren? Keine Ahnung, das werden wir mal zusammen herausfinden. Und ja, solltest auch du Teil meiner Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal. Da würde ich mich echt drüber freuen, wenn du hier einfach mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise begleiten würdest. Und ich glaube, Nicole von Chiquita's Place wird genauso ein bisschen zittern. Und wir sind jetzt aber ein bisschen auch darauf vorbereitet, dass dieser Adventskalender auch einen Wendepunkt haben könnte. Mal gucken. Bei ihr seht ihr eine zweite Meinung. Schaut gerne nach meinem Video auch bei ihr vorbei. Ach, das Design ist genau gleich, ne? Das finde ich ein bisschen öde. Steht hier nur For Men drauf. Mm. Ja gut, bei den Männern geht es nicht mit Proben los, sondern mit Haarpflege. Da haben wir von Alcina For Men das Hair and Body Shampoo. Hier müssten ja 50 ml drin enthalten sein. Sowas finde ich gut, ne? Also Männer können auf jeden Fall gerne so Dusch- und Haarprodukte gebrauchen. Das kann jedermann verwenden. Es sollte halt nur nicht zu viel werden, dass wir hier 12 Duschgele drin haben. Am 2. Dezember haben wir für den Mann von Rituals eine Anti-Aging Face Cream drin enthalten mit Vitamin B3, das sind Niacinamide und Peptidkomplex. 5 ml sind hier drin, das ist wirklich nicht die Welt. Aber naja, für eine Gesichtscreme ist es okay, ne? Und das ist eine kleine Reisegröße, dass man es einfach mal ausprobieren kann. Vitamin B3, also Niacinamide, sind dafür da, um das Hautbild so ein bisschen zu beruhigen. Pigmentflecken und auch Pickelmale werden ein bisschen aufgehellt, an den Hauttonen angeglichen, sodass alles ein bisschen ebenmäßiger aussieht. Und Peptide sind eigentlich dafür da, um die Hautstruktur zu stärken und ich weiß gar nicht, sind die auch nicht dafür, die sind glaube ich auch dafür da, um das Mikrobiom der Haut wieder so ein bisschen herzustellen, ne? Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Okay, es ist ein Nischenduft, aber es ist immer, also es ist eine Probe, ne? Das dürften 2 ml sein von dem Infinity Eau de Parfum. Montal ist eine schöne Marke, da hatte ich jetzt auch in dem Darm-Adventskalender was drin, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, also das werde ich mir auch noch mal ein bisschen mehr zu Gemüte ziehen. Ja, wie gesagt, wenn es so ein hochpreisiger oder ein Nischenduft ist, akzeptiere ich das in Adventskalendern. Wenn es jetzt irgendwie so ein Random-Duft wäre, bräuchte ich das nicht unbedingt als Probe hier drin haben und vor allem auch nicht zu viele davon, bitte. Hier haben wir die Nummer 4. Also am Anfang kommen die Männer hier doch ein bisschen besser weg, auch wenn sie ziemlich oft duschen gehen müssen. Hier haben wir von L'Occitane das Vervin, das Duschgel mit 50 ml drin. Das ist ein sehr schöner grüner Duft, der auch so ein bisschen in Richtung zitrische Düfte geht, ne? Ist ein absoluter Unisex-Duft, kann man sich mal angucken. Am 5. Dezember ist etwas von Ahava drin enthalten. Die Männer dürfen sich auch die Hände eincremen. Auch das ein Produkt, was sowohl Männer als auch Frauen verwenden können. Dead Sea Water Mineral Hand Cream, da sind 40 ml drin enthalten. Ich finde Ahava sehr, sehr hautverträglich und sehr angenehm. Und die Handcremes von denen kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Die riechen gut, die fühlen sich gut an, sind nicht zu stark parfümiert oder so, sind sehr mild und halt auch sehr gut einziehend und pflegend. Und ich mag den Duft, wie gesagt, sehr gerne. Gerade bei Männer-Adventskalendern, ich weiß nicht warum, ist der 6. Dezember für mich persönlich immer sehr, sehr wichtig. Und hier packen die einfach mal so ein großes Moped rein. Also die Männer haben es wirklich gut dieses Jahr, ne? Es ist wieder was zum Duschen. Okay, gefühlt jedes zweite Kläppchen animiert, den man sich sauber zu machen. Ist vielleicht manchmal gar nicht so verkehrt, aber ein bisschen viel, muss ich sagen. Davidoff Cool Water, das All-in-One Shower Gel mit 150 ml. Also, ne? Ich mag den Duft, ich finde den auch schön an meinem Freund. Das ist sehr aquatisch und sehr erfrischend. Ich meine, dass er auch noch davon ein Backup haben müsste. Aber es ist halt einfach schon das dritte Duschgel, Leute. Und also, ne, Frauen hätten jetzt bis hier, glaube ich, nur Proben drin gehabt. Am 7. Dezember haben wir von Om Eisenberg Paris eine Gelcreme Techno Protecteur. Ja, 7,5 ml. Also eine Gesichtscreme ist auch hier wieder mit drin enthalten. Ich weiß nicht, ob jetzt dann vom 2. Dezember bis jetzt die andere Gesichtscreme aufgebraucht ist. Aber gut, haben sie noch eine zweite mit reingepackt. Aber ich hoffe trotzdem, dass die Parfüm Dreams Adventskalender Packer hier jetzt noch etwas mehr Kreativität spielen lassen, was die Produktauswahl angeht.
Naja, in der Nummer 8, die machen da auf, dass es kracht, haben wir nicht nur eine Probe drin, nein, es sind zwei drin enthalten. Yay, okay, also einmal ist es das Hugo Intense oder Parfum Intense mit 1,2 Millilitern. Ja, okay, wenn man dann halt solche Designer-Düfte hier reinpackt und dann halt zwei, ist es halt auch irgendwie noch okay, solange das nicht allzu häufig hier vorkommt. Und dann ist es hier nochmal das Hugo Boss The Scent Eau de Toilette mit 1,2 Millilitern. Das dürfte auch so mit der liebste Duft von meinem Freund sein. Und ich glaube auch, dass Hugo Boss The Scent Duftgedönsen gehört auch zu den beliebtesten Männerdüften. Ne? Der ist immer sehr, weiß ich nicht, würzig, aber auch gleichzeitig. Der ist interessant, ich mag den Duft einfach gerne. In der Nummer 9 dürfen wir uns darüber freuen, dass die Männer wieder unter die Dusche geschickt werden. Manson for Men, also im Prinzip dürfte das doch quasi die Männerrichtung von Charlotte Manson sein, oder? 2-in-1 Body and Hair Wash, ein Duschgel mit 50 Millilitern. Also sauber werden sie. Sauber, definitiv. Riecht auch angenehm. Ja, auch ein bisschen würziger, aquatischer. In der Nummer 10 darf es mit einem sehr hochpreisigen Produkt weitergehen. Und zwar haben wir hier von Drunk Elephant, ein Pöttchen. Protini Polypeptide Cream, 5 Milliliter. Es ist halt wieder ein Gesichtscreme, ne? Also die Männer dürfen ihr Gesicht eincremen, noch und nöcher. Und sie werden sauber gemacht von oben bis unten. Das ist ja cool. Auch wenn die sowas machen, finde ich das auch okay. Ne? Am 11. Dezember haben wir zwei Produkte drin. Einmal dürfen sie natürlich wieder duschen mit Molten Brown. Da haben wir Coastal Cypress and Sea Fennel drin, also Seefenchel und hier Meereszypresse oder Küstenzypresse. 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Aber außerdem gibt es hier auch noch ein kleines Parfum und genau das Parfum mit diesem Duft. Das finde ich tatsächlich sehr schön mit 1,5 Milliliter. Ja, auch das ist eher eine Probe, aber wenn man das zusammen mit dem Duschgel hier reinmacht, finde ich das irgendwie charmant. Also, das, ne, wenn die das so bei den Frauen gemacht hätten, hätte ich mich am Anfang gar nicht so aufgeregt. Genau, hier ist einmal das kleine Parfüm drin enthalten. Und da ich für meinen Stiefschwiegerpapa in Spee sehr wahrscheinlich auch einen Adventskalender so mit Parfümgeschichten machen werde, kommt das eigentlich ganz gut. Aber Leute, wie viel kann ein Mann duschen? Ja. Zur Hälfte des Adventskalenders fällt dem Team ein, dass die Männer ja vielleicht auch so ein bisschen ihre Haare stylen könnten. American Crew, die Pomade, ist hier mit Medium Hold drin enthalten. Soll auch ein High-Shine-Produkt sein mit 50 Gramm. Ja, auch das ist ein beliebtes Adventskalender-Produkt irgendwie. Habe ich jetzt schon öfters gesehen, aber nicht in dieser Variante. Schön, ja, doch. Es gibt Männer, die haben nicht nur 3 mm Haare auf dem Kopf wie mein Freund, sondern vielleicht auch ein bisschen längere Haare, die die dann auch irgendwie stylen wollen. Und sicherlich kann man das auch umfunktionieren für einen Bart oder so. Das ist unglaublich, Leute. Am 13. Dezember haben wir von S. Oliver Here and Now das Men Shower Gel und Shampoo, 75 Milliliter. Mensch, das ist also richtig kreativ, muss man sagen. Aber von der Markenauswahl ist es schon abwechslungsreich. Ne? Es ist halt ein Duschgel, Claudi. Ja. Man muss halt sagen, wenn das halt irgendwelche Düfte sind oder irgendwelche Duschgels wie jetzt hier das S. Oliver oder auch das Davidoff Cool Water, dass ich das eigentlich sogar ganz cool finde, dass man das hier irgendwie als Bodylotion oder als Duschgel mit reinbekommt, damit man halt auch nochmal die Geruchsrichtung ein bisschen anders ausprobieren kann als Parfum. Weil als Parfum das reinzupacken, würdest du dann entweder als Probe bekommen oder der Adventskalender wäre halt irgendwann unbezahlbar. Deswegen, ne, finde ich das eigentlich okay, aber es häuft sich halt echt an. Jetzt haben wir hier den 14. Dezember und da ist Dermalogica drin mit 7 Millilitern. Wer hätte das gedacht? Wir haben hier, glaube ich, eine Gesichtscreme drin enthalten und zwar die Active Moist. Yay! Ich habe den Adventskalender von Dermalogica auch ausgepackt, ist im i verlinkt und der war ganz gut bestückt. Also da hatten wir wirklich auch Produkte drin enthalten, die für jeden Hauttypen ganz gut geeignet sind. Ne? Okay, wir sind wieder in der Gesichtspflegeschiene hier. Siehste, das habe ich erwartet. Am 15. Dezember haben wir hier eine kleine Parfümminiatur drin. Und zwar ist es das Versace Eros. Das dürfte ein Eau de Toilette mit 5 Millilitern sein. Das ist ein Duft, den ich meinem Papa auch dieses Jahr zum Geburtstag geschenkt habe im Sommer. Ich mag ihn. Der ist aquatisch, leicht würzig. Hat vielleicht auch eine ganz leichte zitrische Note mit dabei. Aber ich finde ihn sehr, sehr ansprechend. Und es ist ein schöner Sammelflakon. Das kann man sich wohl mal begucken, ne? Und es ist halt auch einfach mal was anderes. Und am 16. Dezember gibt es natürlich wieder was zum Duschen, ist klar, ne? Von Sip Man, das ist Sebastian Professional mit 50 Millilitern, The Multitasker, Hair, Beard and Body Wash. Definitiv ein schönes Produkt, ne? Das hatten wir jetzt auch schon öfters in Adventskalendern drin. Das haben auch Menschen aus meinem Umfeld verwendet und fanden das okay. Ja, ist eine schöne Sache, kann man machen. Weiter geht's. Gut geduscht.
Selbstverständlich haben wir eine Woche vor Heiligabend am 17. Dezember etwas zum Gesichtcremen mit drin. Und zwar von Dr. Barbour. Eine super Creme habe ich auch schon mal aufgebraucht. Die Moisture Glow Cream aus der Clean Formans Reihe. Hier sind 15 Milliliter drin und das ist ein Pöttchen, was wirklich seinen Preis hat. Ne? Und das auch zu Recht. Ich mag die, die ist schön mild. Kann man super morgens verwenden. Das gibt auch wirklich einen schönen Glow. Und ja. Eine schöne, sehr schöne Gesichtscreme. Da weiß ich halt nicht, ob die in einem Männer-Adventskalender so gut aufgehoben ist, weil meine Erfahrung ist, dass Männer es ein bisschen lieber mögen, wenn die nicht Glow im Gesicht haben, sondern eher dieses Mattierte. Ne? Aber gut, ist schön hier drin. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember dürfen die Männer was machen? Duschen, natürlich. Issey Miyake L'Eau de Sée pour Homme, das ist das Duschgel mit 75 Millilitern. Ja, ne? Das kann man auf jeden Fall in den Adventskalender mit reingeben. Und ja, es riecht halt angenehm, aber jetzt auch nicht super krass besonders. Es hat eine zitrische Note mit dabei, eine aquatische Note. Ich würde nicht sagen, dass es was irgendwie Würziges hat oder so. Das ist super gefällig. Ne? Das macht halt sicherlich auch sehr gut sauber. Und ja, ne? Jetzt kommt eine Gesichtscreme oder was? Oha, am 19. Dezember haben wir ein Eau de Toilette mit 10 Millilitern drin von Baldessarini. Ach, guck mal. Aha, ein Eau de Toilette. Ja, Ambré. Ja, was ist das denn? Mein Freund hat mir jetzt letztens gesagt, dass er jetzt genug Parfüms hätte. Denn, also das ist halt eigentlich positiv, dass immer mehr Adventskalenderfirmen auch Parfums bei sich mit reinpacken. Aber mein Freund hat jetzt genug. Auch wenn das sicherlich ein Duft wäre, der ihm sehr gut gefallen würde. Weil der hat was leicht Holziges, aber auch was leicht Rauchiges mit drin. Ich finde den schön. Das ist so ein richtiger, keine Ahnung, Männerabend, Weinkeller, Whiskykeller-Duft, finde ich persönlich. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Uns erwartet hier von Porsche Design das Pure 22 Hair and Body Shampoo mit 100 Millilitern. Also die haben ja wirklich, ich glaube, 12 Shampoos oder so reingepackt. Das ist, oder Duschgele oder sonst irgendwas. Riecht sehr, sehr geil. Das hat auch was Würziges. Oh, das mag ich gerne. Mm, ich glaube, das habe ich letztens meinem Schwiegerpapa auch gegeben. Oh, das riecht richtig toll. Das mag ich. Ach, guck mal, am 21. Dezember gibt es zwar etwas für die Gesichtspflege, aber keine Creme, sondern von Shiseido Men, dieses Ultimune Power Infusing Concentrate. Das ist mit Triple Tsubaki Technology, da sind 10 Milliliter drin. Diese Schätzelein ist sehr, sehr hochpreisig. Das Pendant von den Ladies habe ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal verwendet und mag das auch wohl. Und ja, hier haben die Männer dann auch so ein Produkt drin. Das ist halt auch relativ leicht, ne? Gibt eine schöne Feuchtigkeitspflege und halt auch so ein leichtes Slow-Aging-Effekt und ich glaube, dass viele Männer das auch feiern werden, ne? Weil der Effekt ist halt auch wirklich sehr, sehr angenehm. Es ist so unglaublich, Leute, so unglaublich. In dem Bäcker-Adventskalender für Männer war es auch mit drin. In der Nummer 22 haben wir hier das Phantom-Parfüm von Paco Rabanne drin mit 10 Millilitern. Und weißt du, das ist das Natural Spray-Parfüm. Ich, Horst, hatte letztens, als ich mit meinem Freund im Müller war, ihn mal an dem Phantom riechen lassen. Und das hat ihm richtig gut gefallen. Und er hat auch echt gut damit gerochen. Und da habe ich mir gedacht, ja geil. Dann habe ich das bestellt online, weil wir haben Mitte November unseren Jahrestag, wo wir 19 Jahre zusammen sind. Und dann habe ich ihm das gekauft. Und jetzt habe ich das schon zum zweiten Mal mit drin. Wobei das in dem Bäcker war, glaube ich, das Eau de Toilette. Und hier habe ich das Eau de Parfum. Das riecht so toll. So toll. Das mag ich auch richtig gerne an ihm. Also das ist, das passt zu ihm. Und dann hätte er quasi einmal die intensive und die leichte Variante. Hm? Und das andere habe ich übrigens auch bestellt und das liegt auch immer noch bei mir. Das schenke ich ihm dann vielleicht trotzdem einfach. Keine Ahnung. Kann er sich eins vielleicht so auf der Arbeit stellen oder so. Aber das ist so richtig, ne? Du hast es im Kopf und denkst, wow, abgefahren. Und dann packt jeder das in seinen Adventskalender. Na toll. Ein Tag vor Heiligabend ist es selbstverständlich, dass die Männer da duschen. Und zwar mit dem Montblanc Legend Blue Duschgel, All-Over Shower Gel mit 100 Millilitern. Ich hatte letztens auch was von der Marke im Adventskalender und meistens stelle ich meinem Freund dann die Produkte auch so hin, dass er gucken kann, was er davon haben möchte. Guckte er sich das eine an, machte das auf, hey, da ist aber gar kein Füller drin. Läuft bei ihm, ne? Ja, das wird dann wahrscheinlich auch ein etwas aquatischerer Duft sein. Ich meine, wir hatten schon mal so eine weiße und eine rote Variante. Das ist super aquatisch. Aber auch sehr, sehr angenehm. Aber halt so ein klassisches Duschgel, wo ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, oh mein Gott, das muss man sich jetzt unbedingt nachkaufen. Aber es ist halt schön, sowas im Adventskalender zu haben. Zum 24. Dezember hat sich Parfüm Dreams nicht lumpen lassen. Die haben jetzt ein Produkt reingepackt
wo die noch nichts von aus der Kategorie in dem Adventskalender drin hatten. Es ist Fluch und Segen zugleich, denn die Männer, die eben keinen Bart haben, haben dann einfach ein Problem, um es mal so zu sagen. Von American Crew ist es das Bartserum und das ist halt mit Öl, was den Bart soft machen soll und glänzend und weich mit 50 Millilitern. Das ist echt eine gute, große Größe. Ich denke da wirklich an so den einen oder anderen Herren, auch bei uns in der Familie. Da denkt sich dann auch, hä? Das ist ja blöd. Ist das Plastik? Ja, okay. Genau. Also ein Bartserum ist super und es ist auch gut in einem Adventskalender aufgehoben, theoretisch. Vor allem, wenn ich auch so drüber nachdenke, wie oft ich einfach auch immer mitbekomme, dass Männer sich nicht ihren Bart pflegen. Das siehst du. Und ja, hier haben wir es einfach in der 24 mit drin. Ist mutig, aber es ist halt trotzdem irgendwie cool. Und ich weiß nicht, dieser Adventskalender ist einfach crazy. Der Mann ist definitiv am Ende mit einem sehr, sehr gepflegten Gesicht unterwegs und er ist sowas von gut geduscht. Ich frage mich so, Mensch, Leute, warum habt ihr nicht hier einfach mal so zwischendrin ein Duschgel zum Beispiel durch ein Deo ersetzt oder durch eine Bodylotion? Das ist doch auch mal so eine Sache, die man machen könnte. Ich finde es ein bisschen crazy. Ich finde es cool, dass wir hier gar keine Füllprodukte oder sowas drin haben. Das möchte ich immer lobend erwähnen. Ich finde es richtig geil, dass wir hier auch 2 mal 10 Milliliter von diesen Sprühern drin enthalten haben. Ja gut, es sind 4 Parfümproben drin, aber einmal ist halt ein Nischenduft alleine drin, was ich okay finde. Dann haben wir einen Duft, der zusammen im Duschgel kommt und 2, die halt zusammen in einem Kläppchen sind. Das ist halt okay, ne? Ich finde, dass die Männer definitiv hier auch einen besseren Produkt, wie soll ich das sagen, eine bessere Produktmenge bekommen, aber überhaupt keine Vielseitigkeit. Frech finde ich definitiv, dass die hier mehrfach den Preis erhöht haben. Das habe ich aber auch beim Damen-Adventskalender jetzt gesehen. Holla die Waldfee. Naja, aber er ist da, ne? Er ist da und also mir tun tatsächlich die Männer leid, die ihn auspacken, weil sie halt immer wieder daran erinnert werden, dass sie stinken könnten. Möchtest du bitte stehen bleiben? Danke. Und weiß ich nicht. Ich glaube, das ist nicht so nice, wenn du halt ständig Duschgel drin hast. Es ist halt nicht so abwechslungsreich und trotzdem hast du hier halt auch die ein oder andere schöne Sache mittendrin so, ne? Also die hätten das hier vielleicht wirklich in eine 24 packen können, meiner Meinung nach. Das hier vielleicht in eine 6 packen können, meiner Meinung nach. Einfach die Hälfte der Duschgels weglassen, dafür auch irgendwie Bodylotion, Deo und Tralala reinpacken. Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren. Und ja, dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.